Sehr geehrte Frau Präsidentin, geht leider gerade nicht. Ich bin im Zug. Diesen Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie sicherlich auch schon das ein oder andere Mal verwendet. Für viele Menschen in unserem Land ist es täglich bittere Realität. Ich bin im Zug und arg viel mehr kann man seinem Gesprächspartner meist gar nicht mehr sagen. Dieser Satz steht synonym für abgebrochene Telefonate, für ruckelnde Videostreams, für schlechten Empfang, kurzum für eine schlechte Mobilfunkversorgung im Nah- und Fernverkehr. Die größte Baustelle der Mobilfunknetze ist und bleibt die Deutsche Bahn. So urteilte auch das Chip-Magazin anlässlich seines jährlich stattfindenden Netztestes 2022. Vor etwa einem Jahr, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, war es dann Ihr Verkehrsminister, Herr Wissing, der die Eckpunkte der Gigabit-Strategie vorgelegt hat. Die Ziele, die auch darin enthalten sind, die Bahn attraktiver zu machen, eben gerade durch eine gute Mobilfunkversorgung, die teilen wir durchaus. Aber bisher ist es eben nur bei Ankündigungen geblieben, und das lassen wir dem Minister so nicht durchgehen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, werden jetzt sicherlich gleich sagen, dass ja ein Jahr auch viel zu wenig ist, um entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Ich sage Ihnen aber, es ist schon beeindruckend, welche Fristen Sie allein in diesem Jahr in den Sand gesetzt haben. Fristen, die Sie sich größtenteils selbst auferlegt haben. Statt bis Ende 2020 sollen alle Züge jetzt erst bis Ende 2024, also ganze 2 Jahre später, mit den störfesten Endgeräten für den Bahnfunk GMSR, ausgestattet werden. Mobilfunksignale in ähnlichen Frequenzbereichen bleiben für die Gleisnähe somit gesperrt. Und was heißt das konkret? Konkret heißt das eben, dass mehr als 50.000 Mobilfunkbasisstationen an der Strecke erstmal nicht in Betrieb gehen können. Und das ist ein untragbarer Zustand für die Pendler und Reisenden in unserem Land. Und auch bei dem lähmenden Verfahren in Bezug auf die Bahntunnel sollte ja laut Strategie einiges vorangehen. Aber es gilt wohl mehr der Slogan, was ich heute könnt besorgen, verschiebe ich besser auf morgen oder gar übermorgen. Herr Wissing ist eben nicht Weltmeister des Digitalisierens, sondern des Prokrastinierens. Und wir warten zumindest immer noch darauf, bis er mal anfängt mit seiner Arbeit als Digitalminister. Die über 7 Millionen Menschen in unserem Land, sie warten auch. Und sie sind täglich in Zügen unterwegs, viele junge Menschen, viele Familien, gerade jetzt zu Ostern, die ihre Liebsten besucht haben und die einfach keine Lust mehr darauf haben, dass sie auf die richtige Sequenz für einen Videocall warten, bis es gerade mal zwischen 2 Funklöchern passt. Und die wünschen sich, glaube ich, genauso wie wir, einfach mehr Biss von Ihnen. Und deswegen haben wir heute das Thema auch auf die Tagesordnung gesetzt. Wir zeigen Ihnen einen Weg raus aus der Aufschieberitis mit einer echten To-Do-Liste. Die Ampelregierung tut sich ja ein bisschen schwer, wenn man jetzt einen Katalog von Maßnahmen vorschlägt, auch entsprechend vielleicht zu priorisieren. Wir sehen ja beim Haushalt und bei dem Entwurf entsprechend hat es auch noch nicht geklappt. Deswegen will ich nur die wichtigsten Punkte ganz kurz nennen. Zunächst mal braucht es mehr Biss gegenüber der Bahn. Wir haben da eine massive Schieflage, weil wir auf der einen Seite die Netzfunkbetreiber haben, die ja auch zu Recht an der Strecke die Versorgungsauflagen erfüllen müssen, und auf der anderen Seite eben die Bahn, die aus ihrer Sicht, würde ich mal sagen, das Ganze irgendwie eher entspannt und irgendwie auch nicht entsprechend engagiert angeht. Und deswegen wollen wir die DB Netz auch künftig mehr in die Pflicht nehmen. Es geht ganz konkret darum, dass die Bestandsinfrastrukturen entlang der Schienen eben für den Mobilfunk auch zur Verfügung gestellt werden. Und die gute Versorgung am Gleis ist das eine. Aber das andere ist eben, dass das Signal dann auch nachher im Zug ankommt. Denn wir sehen leider, dass durch vor allem die Scheiben in den Zügen, die nicht durchlässig sind, wir das riesengroße Problem haben, dass am Ende dieses Signal nicht im Zug ankommt. Und deswegen fordern wir ganz klar einen Fahrplan dafür, wann die Umrüstung der Züge mit den neuen Scheiben erfolgen kann. Kurzfristig brauchen wir aber natürlich auch ein Update für die Bahnrepeater. Die sind nämlich noch ziemlich antik.
weil alle Frequenzen, die nach 2015 hinzugekommen sind, können von diesen alten Bahnrepeatern nicht empfangen werden bzw. stellen für diese Funklöcher dar. Und auch beim Thema LTE 900, auch dieses Signal kommt nicht im Zug an. Auch da geht es darum, dass Sie die GSMR-Module entsprechend austauschen. Und da liegt es ganz konkret daran, dass einfach die Verfahrensdauern schlichtweg zu lang sind. Und Sie sind ja angetreten, um Verfahrensdauern zu verkürzen. Hier braucht der Austausch eines einzelnen Funkmoduls ganze 54 Wochen. Und da würde ich doch mal sagen, das geht, glaube ich, deutlich schneller. Und deswegen, es gibt viel zu tun. Die gute Nachricht ist, die Aufschieberitis, sie ist heilbar. Ich freue mich auf die weitere Diskussion. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Stefan Gelbhaar.